Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bear Ride. Ich habe euch ja gefragt, ob ich Petsto befreien soll und das in einem Video zeigen soll. Und ihr wart natürlich alle dafür, dass ich mich mal wieder vor euch zum Affen mache. Nee, Spaß. Ich hoffe, ich mache mich natürlich nicht zum Affen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, das zeige ich euch jetzt gleich. Und dann starten wir auch sofort los, Petsto zu befreien. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel, viel Spaß und let's go. Ein neuer Tag ist angebrochen, meine lieben Freunde. Und wir machen uns natürlich sofort auf den Weg und holen uns, beziehungsweise gucken ganz kurz hier ins Lager, was es so zu mampfen gibt. Nix, okay, alles klar. Das ist natürlich belastend mal wieder. Dann düsen wir ganz schnell dort runter und zu dem Typen, der uns hier das Essen verkauft, damit wir gestärkt sind für unseren Angriff auf Petsto. So, was essen wir denn? Den Fischeintopf und den geräucherten Fisch. So, wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon bereits eine bessere Rüstung gemacht. Das ist jetzt hier der Pfadsucherhelm, das Abenteuergewand und die dicke Kniebundhose, die ich aktuell trage. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Ich hoffe. Und dann düsen wir. Wartet mal hier hin. So, ich habe schon mal versucht, das Dorf zu befreien und ich bin kläglich gescheitert. Deswegen habe ich mich jetzt vorbereitet. Und zwar habe ich mir hier zwei Kisten hingetan, wo schon mal die... Warte mal, warum ist hier Eisenerz drin? Egal, wo schon mal Ressourcen drin sind für den Glockenturm. Da fehlen... Wartet mal, da fehlt einiges. Wieso? Ich habe die Lagertruhen eigentlich so eingestellt, dass die Leute da nicht hingehen. Wieso ist das Zeug jetzt schon wieder weg? Oh Mann. Okay, also ich bin doch nicht gut vorbereitet. Naja, wurscht. Ich habe auf jeden Fall hier oben, seht ihr gleich, auch einen Zaun hingebaut. Und wir werden jetzt versuchen, dieses blöde Dorf erneut zu befreien. Schießen wir mal rein und schauen, ob das irgendwas bringt. Nee, okay. Dann muss ich einfach mal irgendeine Wache hier sehen. Da ist eine. My stomach hurts badly. I'm too hungry. Jawohl. So, dann komm mal mit. Auf ein neues. Ich habe so Bock da drauf. So, hier habe ich mir so einen kleinen Schutzwall gebaut. Ich weiß nicht, ob der was bringt. Wir werden es sehen. Gerade auch in Bezug auf die Bogenschützen. Aber hier sollte ich eigentlich ganz gut schießen können. Gibt es heute keine Bogenschützen oder wie? Ich würde ihn gerne mal mehr treffen. Ich treffe immer nur 18. Oder auch gar nichts. Na los. Okay, es klappt auf jeden Fall deutlich besser als beim letzten Mal. Ich brauche wieder Ausdauer. Wieso treffe ich ihn denn nur mit 6? Das ist belastend. Oh, irgendwer hat mich, glaube ich, getroffen. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Ich hoffe, meine Pfeile reichen. Oh, Ausdauer leer. Oh,
Oh ja, der war gut. So, und jetzt du noch. Kommst du bitte hierher? Jawohl. Oh, er trifft mich. Er trifft mich. So. Ich glaube, dann sind alle tot, so wie es ausschaut. Wow, das ging schnell. Das ging diesmal wieder erwartend schnell. Oha, was hat er denn alles dabei? Okay. Sind dann die Leute jetzt hier alle weg? Ich denke schon, oder? Ich sehe aber jetzt keinen roten Punkt mehr. Das heißt, wir düsen jetzt ganz schnell zurück. Geben das Zeug ab, was ich jetzt gesammelt habe. Beziehungsweise, ich stelle jetzt hier gleich mal den Glockenturm hin. Wo ist er denn? Hier. So. Den stellen wir hier hin. Dann kurz nach Hause. Ah nein, Leute, hier ist noch einer. Hey, was soll denn der Mist? Wo kommt er denn her? Och, Mann. Das bringt natürlich wieder den ganzen Plan durcheinander. Was soll das? Kommst du? Na komm her. Hier bin ich. Los. Nein, nein, nicht gehen. Mensch. Komm zurück, bitte. Wieso geht er denn ständig und warum treffe ich ihn eigentlich nicht? Jetzt habe ich ihn getroffen. Na los. Komm mit. Komm, 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 du Kackarsch. Hier bin ich. Hi. Hier, du kommst schon an mich dran. Da, komm her. Oh, shit. Okay. So. Und Ernte hat er. Okay. Nehmen wir mal kurz einen Tranky. Jetzt gucken wir mal. Ist es denn jetzt frei? Das gibt's doch gar nicht, dass da so viele drinne sind. News from the kingdom. Aber ich glaube, jetzt sollte es befreit sein. Zumindest halt das Dorf von dem Briganten. Weil ich sehe jetzt tatsächlich keinen roten Punkt mehr.
Gut, dann kümmern wir uns jetzt um den Glockenturm. Oder soll ich das erst morgen früh machen? Ich habe doch keine Ahnung, was da immer das Beste ist, weil es ist ja schon wieder 13.17 Uhr. Ach, Leute. Wir gehen jetzt mal kurz heim. So, Leute, es ist jetzt der nächste blöde, verregnete Morgen. Ich habe mich natürlich schon ausgerüstet und ich habe jetzt hier noch ein Teil im Inventar, damit wir jetzt den Glockenturm fertig bauen können, damit wir dann natürlich auch genug Zeit haben für die Banditen, die Petzl zurückerobern möchten. Okay, das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier hin und fügen dieses eine Teil dem Glockenturm noch hinzu. Und zwar so. Dann sollen die Leute das hier fertig bauen. Hier liegt übrigens die Glocke. Und wir düsen in der Zeit selbstverständlich zu unserem vertrauensvollen Händler. Essenshändler. Und dann hoffe ich, dass das heute jetzt auch klappt. Beware the bandits on the roads, my friend. Ja, ja, bandits on the roads, my friend. So, wir kaufen einfach Zeugsel. Ist mal was. Ich weiß, die Moltobeere, die bringt mir nicht so viel, aber kann ich jetzt auch nichts machen. Denn meine Leute haben leider nicht genug zu essen gemacht. Tja. Und deswegen stehen wir jetzt blöd da. Was ich jetzt auf jeden Fall auch noch gemacht habe, ist mir hier unten, also hier einen Schutzwall zu bauen. Hier habe ich mir einen gebaut und hier habe ich mir einen gebaut. Ich hoffe wirklich sehr, dass das ausreicht. Ich kann es aber natürlich nicht genau sagen. So, düsen wir nach Pants to the Stowe und beobachten den Bau des Glockenturms. Schauen wir mal, wann sie ihn fertig haben. Puh, jetzt haben sie ihn fertig. Eine große Überfalltruppe ist auf dem Weg zu Padstow. Okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo sie lang düsen. Ich kann es ja mal probieren, ob ich jetzt mich hier zu dem Reiseschild hinporten kann schon mal. Jetzt überlege ich nur, soll ich noch mal mehr Pfeile mitnehmen oder macht das keinen Sinn? Ach, ich habe doch keine Pläne. Okay. Dann bleiben wir jetzt mal hier und schauen, ob sie den Weg hier lang finden. Ich habe hier das Ding, mein Gott, ich hoffe, das funktioniert. Hier kann man auf jeden Fall nicht durchgehen. Ich hoffe, die Bogenschützen treffen mich hier nicht. Also theoretisch sollten sie es eigentlich nicht, aber wer weiß. Ich habe extra jetzt hier auf der Anhöhe gebaut, weil wenn die Bogenschützen doch höher stehen, dann treffen sie einen halt auch leichter. Hier kann man auch nicht durch. Und ich hoffe, dass ich so diese Truppe irgendwie abwehren kann. Jetzt gehen sie halt aber nach da oben. Ich weiß nicht, ob es jetzt gut ist, ihnen entgegenzulaufen, weil der Weg doch schon ziemlich weit ist. Und wenn sie dann wieder abhauen, dann sind sie ja wieder schneller unterwegs. Ich meine, ich kann natürlich jetzt auch nochmal da oben hingehen. Das Problem ist nur, dass dort immer so übelst viele Leute sind. Und dann werde ich das Banditenlager nicht mehr unterscheiden können von den ganzen anderen Heidis, die hier so sind. Ich könnte aber hier hin und mir die Lage mal angucken. Okay, also sie werden ja eigentlich nicht direkt die Straße entlang kommen. Das heißt, ich könnte natürlich vielleicht diesen Zaun hier nutzen. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Das können wir ja mal probieren, weil nicht, dass sie dann da drüber kommen. Das wäre sehr, sehr scheiße. Ach so, nee, kann ich nicht wegen dem blöden Bogenschützen. Ja, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Okay, der kann ja mal da stehen bleiben. Wo kommen sie jetzt lang? Okay, sie kommen in unsere Richtung. Steckt die bitte weg. Und dann bauen wir. Hallo?
Ich laufe jetzt mal weg, nicht, dass die uns triggern. Nee, nicht, dass ich die trigger, meine ich. Wo ist der? Da sind sie. Kommt her. Okay, ich habe was getriggert, aber was? Sind es die oder sind sie es nicht? Doch, es nähert sich. Es nähert sich, okay. Ich schieße nochmal da rein. So, was passiert, wenn ich jetzt hierher gehe? Kommt ihr dann dorthin? Ja, tut ihr. Das ist very good. Ich hoffe, ihr bleibt auch da und rennt nicht weg. Ich hoffe natürlich, dass die Bogenschützen mich nicht treffen. Das wäre nämlich richtig dumm. Oh, und ich habe einen Achievement freigeschaltet. Scheiße, irgendwer haut schon wieder ab. Das sind wahrscheinlich meine Banditen, oder? Wieso treffe ich den nicht? Komm schon, ich darf jetzt nicht so viel Zeit verplempern. Ihr nervt, ihr zwei. Oh, da treffen sie mich. Das ist nicht gut. Na, kommt wieder her. Hier bin ich. Nee, es sind schon die. Okay. Hallo, hier bin ich. Leute, komm. Nein, sie rennen weg. Nein, bitte nicht. Kommen sie jetzt wieder zurück? Oder ist das wer anders? Nee, das sind die. Ja, okay. Wenn sie wieder zurückkommen, ist alles gut. Die verprügeln sich gegenseitig. Das ist irgendwie witzig. Ja, macht mal. Ich habe damit gar kein Problem. Es ist nur schon wieder gleich 6. Na los. Wo ist denn jetzt eigentlich der? Ach, leck mich doch. Oh, der hat mich gut getroffen, du. Was ist eigentlich mein Reiseschild da hinten? Ich müsste mir eigentlich neue Pfeile holen, ey. Okay, die hauen ab, dann hauen wir auch ab. Jetzt wird es auch gleich dunkel. Ich hasse es, ohne Schmarrn. Da liegt zwar noch eine Leiche, aber ich kann jetzt einfach nicht warten. Ich muss die jetzt mal kaputt machen. Also ganz schnell nach Hause und Pfeile holen. Ich könnte natürlich jetzt auch noch zur Brücke hin. Und versuchen, die von da vielleicht schon mal anzuschießen. Der Hyopai gehört halt nicht dazu. Es wird dunkel, Leute. Ich hasse mich und mein Leben aktuell. Können die hier nicht irgendwo durchlaufen, durch den Zaun? Hallo, geh doch hoch. Oh mein Gott, wieso sind denn da jetzt plötzlich so viele? Hilfe! Das waren doch nur noch 4 oder so. Kommt gefälligst zurück. Alter, was tun sie? Ja, okay, sie kommt zurück. Hab ich irgendwas getroffen? Ja, scheiße. Da kommt hierher. Hier ist die Lücke. Ich habe euch extra ein bisschen Platz gelassen. Genau. Super. So ist brav. Nein, wer trifft mich? Alter. Na los, jetzt schieß doch.
So, der Nächste, der bitte hierher kommen soll. Nein. Nicht abhauen. Also das Spiel kann ich jetzt den ganzen Abend noch spielen mit euch. Wahrscheinlich schaffen sie es dann bis zum Glockenturm. Kommt halt bitte zurück. Warum? Also das gibt's doch ehrlich nicht. Wo ist mein Kackreiseschild? Jetzt komm her, du Hässlicher. Ich hoffe, es gibt keine Bogenschützen mehr. Doch, es gibt noch einen. Es gibt sogar noch zwei. Wie es ausschaut. Scheiße. Fuck, er kommt auch da hoch. Nein. So haben wir vorhin nicht gewettet. Keine Ausdauer mehr. So nicht schießen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich diese zwei... Fuck, lauf doch. Leute, ich kann es einfach nicht. Was soll ich denn sagen? Da ist eine Kuh, nehmt doch die. Sie drehen um. Scheiße, da oben ist schon Petster. Oh, die haben einen Affenzahn drauf. Warum sind die denn so verdammt schnell? Kommen sie zurück? Hä? Kommt mit. Folgt mir. Ich weiß zwar nicht wohin, aber... Okay, wir haben eine Lieferung bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön, aber es bringt mir auch gerade nichts. Fuck. Ich will doch einfach nur irgendwo hoch. Hierhin. Halt, bleib da. Bleibt da, bitte. Nicht weglaufen. Warte mal. Ah ja, doch, das sind sie. Oh mein Gott. Ob ich es irgendwann noch schaffe? Das Blöde ist, man sieht halt in der Nacht auch einfach nichts. Ich frage mich, ob sie da jetzt hoch können. Oh ja, das wäre so geil, wenn ihr da so stehen bleiben könntet. Ja, bitte. Okay, einer ist weg. Der zweite ist weg. Komm schon, ja Mann. Bitte. Nur noch er. Ja. Spiel speichern. Ich hab's geschafft. Boah, ihr wisst gar nicht, wie froh ich darüber bin. Ich kann's euch gar nicht sagen.
Ich kann es euch zu fix gar nicht sagen, Alter. Es ist nicht mehr normal. So hart. So, so hart. Ist hier noch irgendwas? Puh, was ist denn das eigentlich? Wölfe. Okay, die interessieren mich nicht. Oh mein Gott. Jetzt habe ich von jedem von euch eine Tafel Schokolade verdient. So schaut's nämlich aus. So, wo ist mein nächstes Reiseziel? Da oben. Ich gehe jetzt heim und gönne mir erstmal eine Mütze Schlaf. Übrigens habe ich mir diese neue persönliche Hütte gebaut. Da ist jetzt auch mehr Platz drin. Sieht man jetzt gerade nicht, weil es dunkel ist. Wir düsen jetzt auf jeden Fall instant nach Padstow und holen uns die Leute, die wir da brauchen, damit wir endlich weiter forschen können. So, bitte einmal dahin. So, soweit ich weiß, kann ich mir einen Zimmermann und einen Holzfäller in Padstow holen. Wer bist du? Hast mir nichts zu sagen. Okay, alles klar. Wie wäre es mal mit Danke fürs Befreien oder so? Got a room if you got coin. No Wer bist coin, du? No room. Ach so, die Phoebe, die hatten wir ja schon mal. How's that new weapon treating you? Ah, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Expertschmied. Hallo Leute, wo seid ihr? Curious times we live in, with talk of wars and rebels and such. News from the kingdom, there's always something. Expert Zimmermann, aber die kann ich doch gar nicht rekrutieren. Nee, nicht anything else. Du? Nee. Ach ja, vielleicht, weil ich natürlich wieder mal zuerst mit ihm sprechen muss. So, jetzt. Ich bin aber immer nur noch Beschützer. Warum? Das finde ich jetzt belastend. Apprentice Holzfäller. Jo, freut mich zu hören. Also, Holzfäller haben wir. Ich brauche... Ah, und hier ist der Zimmermann. Halt, stopp. Ich. Okay. Und wieder ein Ding. Arbeiter. Und Arbeiter. Obdachlos kann ich sein. Achso, doch. Ihr müsst ja noch Lunetria zugewiesen werden. Halt. Du bleibst mal noch da. Du da, stopp. Jetzt halt. So, ich habe einen Holzfäller und einen Zimmermann. Ich möchte jetzt zuallererst diesen Eibenkurzbogen erforscht haben. Please, vielen Dank. Ja, Freunde, und an der Stelle würde ich den Part auch wieder beenden. Ich bin mir sicher, ihr habt bestimmt genauso mitgefiebert wie ich selber. Und endlich habe ich es geschafft. Ich kann es wirklich fast nicht glauben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntagabend und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, bye.